Willkommen zurück. The Dave the Diver. Ja. Ich glaube mal nicht, dass ich den VIP befriedigen werden kann. Good morning. I must have drank too much yesterday. I feel sick. You do seem a bit excited. Aha, you don't get gatherings like that every day. That sort of occasion calls for jovialty. You can't grow up here, Dr. Bacon. Oof, I'm not the drinker I used to be, in any case. Take the deep sea headlamp Dove gave you and try venturing down into the depths. This will probably turn on automatically when you reach the right depth. And don't forget, you will have to enhance your diving suit if you want to venture into the depths. I will have to enhance my equipment first then. By the way, do you happen to have school? Thanks, dude. He's asking me to enter the water after that. Oh, Chapter 2. Es ist immer lustig, wenn Chapters halt nicht regelmäßig passieren, dann vergisst man, dass sie existieren. Okay, Updates, Updates, Updates. Gucken wir da mal vorbei. More costas every day, I will be rich. Basteln. Kollege, da hinten ist er wirklich... Foil still doesn't greet customers, just preparing the food. Over time, even the most unchanging of people will soften. Perhaps it's the company you keep. Also, man kann noch theoretisch wieder wegnehmen, wenn man will. Okay. So, hier irgendwas Neues. Not enough materials. So schade, dass man halt das nicht mal temporär irgendwie machen kann oder ähnliches, aber... So, what do I have to upgrade? Das Ding, also vielleicht wirklich einfach nur den Diving Suit, dass er mit tiefer gehen kann. Was er ja schon tut. Oh, von 28 auf 42 klingt natürlich schon nicht schlecht. Okay. Oh, hier oben? Also es hat nur gesagt, okay, hier sind wir jetzt hier weiterfahren. Okay, also Aufgabe sollte relativ klar sein. Moment, die Hashgun can be crafted. Wait, what? Haben mir die Materialien gefehlt, wie hier? Oh. Ja, okay, natürlich. You've collected all the materials, yes. Okay, here we go again. Ich finde es in Ordnung, dass man so sehen von Tag zu Tag immer eine Cutscene bekommt. Und danach, dass sich erstmal nicht wiederholt. Gut. Damit haben wir das Ding mit dabei. Ich gucke auch nochmal ganz kurz einmal sicherheitshalber hier. Tada. Okay, also wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und sollte klar sein, wir werden auch natürlich... Oh, okay. Erstmal Cutscene. Uh-oh. Please, no boss fight. Wait. So it was you, the one who has been harming the ocean. You even vomited, you disgusting creature. What? It wasn't me. Wait, that wasn't me. It was... I have no time for your petty excuses. Now that you have been caught by John Watson of Sea Blue, the guardian of the sea, you won't be leaving so easily. I'll turn you into fish food. Oh, my Poseidon! This is all your fault. You did this to my precious sea. You're the one shooting bombs. All I do is catch a few fish to keep the restaurant running. Why don't you look into the fishing vessels responsible for catching thousands of fish, not individual divers like me? Enough babbling! I will shut that yapper of yours. Here goes. Oh, great. Okay, here we go. Uh-oh. Nice shot, buddy. Nice shot, buddy. Oh. Okay, whatever. Nice. Ja, mach den Seeboden schön kaputt. Uh-oh. Verschießt mehrere von denen. Okay, gut zu wissen.
How dare you fight back against me, John Watson, formerly of the Navy SEALs? What the fuck did you just call me? What? That should serve as an adequate warning, so I'll be back away from now. I'll be back away for now to protect your environment. But I won't let you go unpunished if you persist in damaging the ocean. We are watching you. Sagte er, während er den Boden zerstörte. A path has opened up in the direction of John Watson's escape. Let's go that way to reach the signal. Könnte erstmal so ein bisschen mehr Luft gebrauchen. Also wir brauchen definitiv den Jelly. Great. Weil ich noch eine Level 1 Weapon brauche. Also jetzt will ich es ja ganz bewusst eh nicht einsammeln, weil ich brauche die andere Waffe. Okay, Jellyfish. Wir wissen, die sind oder können relativ weit oben auftauchen. Weiß es, sie sind, müssen wir eigentlich hervorheben. Aber ich gehe mal davon aus, so wie das bisher ablaufen ist, weil ich keine anderen irgendwo gefunden hatte. Deswegen ja, wir sollen nach unten. No. Oh hey, Big Boy, so weit oben. Ich weiß, die war nicht unendlich weit unten, aber. Nice. So, möchte mir hier jemand helfen mit meiner Aufgabe? Achtung, die sind pissy, glaube ich. Nee, das ist, glaube ich, jetzt schon wieder ja zu weit oben. Oh, das ist eine Silberware, aber halt. Mal so frei und ignoriere das ganz kurz. Time is money. Oh, hier ist. Großer Hai. Man hätte theoretisch jetzt den Storage. Aber ich habe halt gerade jetzt die eine Waffe mit dabei, die halt nicht die so einfach kaputt macht. Deswegen, ihr müsst eigentlich die eigentlich ignorieren. Aber wenn halt ein Weapon Upgrade drin ist, macht es das besser? No. Oh, whatever. Normalerweise müsste man die liegen lassen. Das Problem ist halt nur, ich bin auf dem Weg nach unten. Die Idee dann wieder umzudrehen, in der Hoffnung halt dann irgendwann das für was Besseres einzusetzen. Oh, yes, baby. Wir mal wissen, wie das Ding reinhaut. Ist ein Unterschied. Ja, schick. Okay, wird's mir heute gegönnt? Ja, great. Ach nee, die Harpune geht theoretisch schon in Ordnung. Ja, von denen muss ich eh ein paar sammeln. Und dann abgeben, leider. Ah, die sind wirklich schwach. Come on, irgendwo vielleicht. Okay, das sieht natürlich mehr nach einem Boot aus, weil da ein bisschen mehr dabei ist. Am anderen hatten wir nur das Hinterteil. Come on. Das Ding ist doch niemals so tief. Ja, das Doofe ist ja klar, man hat hier und da die Möglichkeit, nochmal Luft einzusammeln, wieder aufzufrischen, aber. A sleepy toy. That's too much effort, but eventually put this fish to sleep. Auch nicht verkehrt. Damit könnte man also auch arbeiten, wenn man will. Um das Ziel zu erreichen. Ich muss halt nur mein Ziel erstmal finden. Man, irgendwo, die waren noch relativ weit, Hagrid. Oben. Oh, die können einen angreifen, während man diese Animation hat. Das ist natürlich großes Kino. Ja. Jetzt werde ich mir die mal so als Arschrettung. Oh, hier ist was. Hier ist eine Basis. Ist definitiv eine Basis. Da ist ein Control Panel. Ja, ignorieren wir aber mal. Come on. Ist das jetzt hier wirklich so das Problem, dass das Level so generiert worden ist, dass da am Anfang einfach keine von denen spawnen sollen?
Und ich habe noch einen zweiten Seegang, so ist nicht, aber halt. Machen wir halt schon wieder Sorgen, dass dann halt irgendwas kommt, passiert. Okay, dann nehme ich das Ding hier gleich mit. Dass das auf einmal durcheinander wirbelt. Ich sollte hier schon mal wechseln, aber aus Sicherheitsgründen. Ich bin mir aktuell so ein bisschen zu passiv unterwegs, ja, das soll schon mal helfen. Habe ich eigentlich die kleinen Fischis schon mal hier gehabt? So, wir hatten bei dem großen Hai, nicht dem Megamouth, aus das Ding, glaube ich. Aber halt bei dem einen der großen Viecher einen Weg nach unten gehabt. Ja, was man hier jetzt alles macht, nur um dieses eine Quest oder die Quests hier irgendwann mal voranzubringen. Oh, die ganz kleinen roten Viecher sind auch, glaube ich, neu. Aber zumindest noch nicht in meinem Arsenal übergewandert. Okay, dann geht's halt jetzt erstmal einfach nur nach unten. Sorry, gerade keine Lust auf dich. Genau. Oh, nur noch einer. Great. Könnt ihr euch nicht irgendwie gegenseitig verhauen? What's this? Fragment. Okay, ja. Hier und da mal was mitnehmen ist in Ordnung. Oh, jetzt wird's dunkel. Ein Weapon Upgrade. Ja, das ist auch schon wieder unfreundlich aus, aber egal, egal. Runter geht's in die Tiefe. Ja, jetzt wird es natürlich schon spooky. So, dann würde ich natürlich sagen, wir brauchen einen von denen auf. Ich meine, man kann natürlich jetzt hier schon mal überlegen, ob man was hier gleich mitnimmt. Really now? You little shit. Also das rote Vieh sieht nicht danach aus, als sollte es eigentlich hier unterwegs sein. Aber es hält was aus. Okay. Oh, great. Oh, das war dem gefühlt Wurst. Also, das ist eine relativ starke Combo. UV-Light. Max. Tube Worms briefly hide. No, you know what? No. Und Yuck. Oh, was haben wir hier? Oh no, Tube Worms are blocking my path. What do I do? Dr. Bacon, I have Tube Worms blocking my path. Is there a solution? Let's see. Right, Tube Worms are said to hide UV lights. I will and will shrink away from it. One might be nearby, so try open my chest. Okay, also wir müssen da eh lang. Ist ein bisschen doof, aber ich glaube, ich werde tatsächlich hier das Ding aufgeben. The tube bombs will shrink away from UV light, allowing you to pass. Find a UV light in a nearby chest. If you can't find one, maybe try a melee attack. Oh, man könnte auch einfach da durchprügeln. Really? Ich gehe davon aus, dass es halt im Sinne des Tutorials so platziert worden. Der ist auch da so, okay. Ich bin gespannt, ob man irgendwann tatsächlich den Punkt erreicht, wo einfach alle von denen. Oh, come on. Alle Fische, die man antrifft, irgendwie böswillig sind. Achso, das Ding füllt sich auch nach der Zeit wieder. Das geht ja dann halbwegs in Ordnung. Ja, gleiche Idee auch hier wieder. Oh, hi. It's you again. Oh, it's the sea people from before. They're saying something. I can't tell what they're saying. I have to call Mr. Bacon, Dr. Bacon. Oh my goodness, wow.
To think the people were real, it's simply incredible. They're saying something to me, but I can't understand them. I think analyzing the patterns might allow us to translate. Come back up to the boat for now. I'll try and think of a way to translate. Okie dokie. Return to the boat. Ich denke, es sollte klar sein, das mache ich wirklich erst, wenn ich diesmal wirklich meine Taschen gefüllt habe. Deswegen, also die Idee, dass man da komplett die Kontrolle verloren hat, war immer schade. Echt dich bonken? Oh. Ja, come on. Ja, Mann. Das ist schon beeindruckend. Vor allem die in ganzen Stücken halt mit zu. Oh. Oh. Leave me alone, bitch. Ja, okay, dafür ist die Waffe dann halt nicht richtig, ja. Die Frage ist, UV-Light behalten? Ich vermute mal schon. Ich finde den Hammer cool. Ich finde den Hammer wirklich praktisch. So, das heben wir uns noch auf. Oh. Kann ich das Ding eigentlich hier irgendwie angreifen vielleicht? Genau, no, das Ding lässt sich davon leider nicht so beeindrucken. Ein Stein. Hallo Stein. Soll das was sein? Nein. Wie ist es, wenn die mit... Oh, Knockback kriegen kann. Oh, ich muss aufpassen. Denn wenn ich zu häufig schlage, dann werden die davon wieder auferweckt. Yep. Also angenehm, dass es halt nicht eine begrenzte Batterie hat. Klar, man verbraucht einen Slot damit, aber... Oh, das sieht ungesund aus hier. Eventuell. Giftig. Ist Gift besser als Schock? Macht weniger Schaden. Fuß? Ja, wieder mein Kopf. Man wiegt es nicht allzu viel. Ja, schade. Deswegen, ich hoffe mir vielleicht, dass man irgendwie dieses UV-Light irgendwann als permanentes Upgrade bekommt für sein Suit. Damit man dafür keine Pickaxe. Large heavy pickaxe, das heißt a sharp point. Ja, okay. Some minerals can only be mined with a pickaxe. Acquire mineral available minerals with a pickaxe and upgrade your weapons. Oh, sweet baby Jesus. Leitaste nicht gedrückt halten. Frage ist, ob ich das Ding jetzt austausche, nachdem ich das jetzt hier verwendet habe. Maybe. Oh, that's a big boy. Oh. Merrick. Ich behaupte mal, hier unten sind... Oh, ist das ein... Oh, ihr seid... Ihr seht ungesund aus. Okay, Tab. Ich probiere mal mein Glück. Nutzt das? It's a cum jelly. Ist leider nicht so ganz das, was ich will, aber... Ich nehme natürlich gerne welche von denen mit. Okay, einen Schuss will ich mir noch aufheben. Oh, Red One. Okay, dann nehme ich den noch mit. Da hinten ist schon wieder irgendwas. Oh, no! War ja, achso, hier ist Munition. War ja klar, dass die explodieren. Ist das ein Sea People Building? The door is locked. Ah. Wie auch immer du das aus der Entfernung halt herausgefunden hast. Durch der willst du sie einfach explodieren? Jedes Mal scheinbar. Aber zumindest aktuell noch. Oh oh. Die werden schon schnell. What's this? Das sind aber nur Teile. Ich meine, das ist definitiv ein Gebäude, ja.
Hey, ja, das macht den schon durchaus Schaden. Okay. Ich würde sagen, es ist Zeit, umzudrehen. Mal gucken, ob man vielleicht irgendeinen Fisch kriegen kann, den man als Krönung noch einsammelt. Aber das sollte ich dann wirklich erst machen, wenn ich in der Nähe von einem Punkt bin, wo ich sicher zurückkehren kann. Deswegen den ganz großen, so cool es vermutlich wäre. Frag mich, ob man den irgendwie einschläfern kann. Oh, der ist... Weiß nicht, ob halt das Lila als Hervorhebung sagt, dass es gefährlicher ist oder ähnliches als Rot. Wir wissen, Rot ist aggressiv. Weißt du was, ich werde es einmal ganz kurz probieren. Ich werde mal einen Schuss absetzen und gucken, wie sich das Ding dann verhält. Oh boy, das Ding sieht freaky aus. Aber immerhin scheint es nicht allzu helle zu sein. Oh, das war dem gefühlt Wurst. Es kann natürlich wirklich sein, dass das Ding einfach mehrere von denen frisst. No. Oh. It's too fucking big. Okay, dann soll mir das auch recht sein, dass das Ding einfach jetzt erstmal pennt. Oh. Ja, great. Ich will hier abhauen. Ich würde hier gerne abhauen. Ja, vielleicht ist jetzt hier sogar tatsächlich Gift cleverer. Oh, der hat genug von mir. Hehe. Ah, falsch rum, so rum. Also man muss schon den Gegenstand auch ausgewählt haben. So ist leider nicht. Okay, hier war irgendwo ein Punkt. Ah, hier ist zumindest einer, der durchaus hilfreich ist. Ich frage mich, wie tief das Ding gehen darf. Okay, es darf auf jeden Fall noch nicht einfach sich durch die Wand ballern. Waren wir da lang gegangen? Wir waren da lang gegangen. Ich will eigentlich schon noch irgendeinen Big Boy mitnehmen. Damit das Gefühl sich nochmal lohnt. Was ist das da? Ja, ich habe die Dings natürlich eingetauscht. Hm, ich gehe mal weiter nach oben. Ja, das wird, glaube ich, heute nochmal ein längerer Teil. Was es von der Videolänge betrifft. Hier irgendwie Pessi? Irgendeiner von euch? Na, no, scheinbar nicht. Du wärst nochmal einer, ja. Hey, nice. Das ist ein Upgrade. Denke ich. Ja, aber vom Namen her schon. Really, die Silver Bowl. Dann würde ich die Silver Bowl eigentlich am liebsten natürlich zurücklassen. Ich weiß, es gibt was Besseres. Ja. Wie viel haben wir? Lieber das da abgeben. Okay, dann zerlegen wir noch einen von denen, beziehungsweise den kann ich natürlich dann mit einem Tranquilizer vielleicht einfach mitnehmen. Gucken, ob der mitspielt. Hehe. Mhm, das war Nummer 7. Okay, wir haben immerhin etwas geschafft. Das soll also in Ordnung gehen. I didn't expect the sea people civilization to be real, but to think they are living sea people. This is truly the fight of the century. This is thanks to you, Dave. Yay.
Let's time all the news out and listen. What about this? Wait, I think that might be risky. But why? That's how we will get people flocking to this place. It wouldn't matter if we were talking about some ruins, but these are living sea people. Poachers are about to show up. They will start hunting the sea people, since that will be a way to get a lot of attention. You have a point there. How about we first make a translator to analyze their sound waves and figure out what they're saying? I think they have something to tell us. We will first need a sea people stone tablet, with their writing on it, as well as a microphone and an amethyst. If I'm guessing right, the microphone should be below the sunken ship and the stone tablet is likely to be in their record chamber. I hear you can mine amethyst at 100 meter or deeper with a pickaxe. The record chamber, the ship and... if you can't remember the location, check the to-do app. I will add the information there. Bye. Hey, einiges an Zeug. Amethyst haben wir auch, glaube ich, jetzt schon angefangen zu sammeln. Das sind, glaube ich, Amethysts. Oh, it's you. Yowie! You see magic today. I saw a boss card acquisition notification pop up on your marine card account. It's giant squid boss card. How did you get this? It's such a rare card. Well, I was just on my way back to pick up a delivery here. This chance would have it. Okay, I don't ever know what that means, but in any case, you have made amazing progress. By collecting all the rare boss cards, something good's sure to happen. Oh, and if you venture to new regions, for example, the depths, the automatic marine card AI system will unlock a new card pack. Don't forget to collect fish cards in new regions as well. Goodbye then, choo-choo. Entering a new region will open a new card pack list. Who? Wait, can I have a moment with you? Yes, I'm sorry, you are? Hehe, I should introduce myself first. I'm a reporter for the magazine Weekly Fish. The name is Udo. Oh, I've read that magazine too. It covers unique fish species. Oh, you have? That's right. I heard that the Blue Hole is home to a variety of fish species. Is that true? You could say that. There are all kinds of fish species from around the world. Oh, I knew it, so I've come to the right place. I would like to take pictures myself for the magazine, but unfortunately I can't dive. Speaking of which, would you help me take some pictures? Pictures? Yes, see, you have that nice camera over there. Over there? Oh, it's one from Dr. Bacon. But I'm no expert in photography. I'm not sure if I'm good enough. Don't worry, if you read our weekly fish, you get a feel for what kind of fish to photograph. Oh, and of course I'll reward you if you take a next picture. Well, if you say so. Alright, it'd be nice to make a record for this of this amazing world. Okay. You can take pictures of living creatures at a photo spot. Take your pictures to Udo to claim rewards. Weil das something sieht natürlich cool aus. Okay. Find the microphone, see people's stone tablet. Ich behaupte mal, das wird heute vermutlich nicht passieren, aber ich muss den White Spotted Jellyfish noch bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht falsch wäre, irgendwann nochmal da weiter nach unten zu gehen, um mehr Amethyst zu bekommen. Schreit nämlich so ein bisschen danach, als sollen wir davon richtig viel sammeln. Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen Glück haben. Nope, ausnahmsweise mal nicht. Ach so, ja, das sollte ich auch irgendwann eintauschen. Die App sammeln ist gut, aber dann das nicht zu beenden, hilft natürlich dann auch niemandem. Yes! Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache, um Fisch zu sammeln. Ist das ein... Er ist im Hintergrund, aber trotzdem. Sea Pillar. Ne, ist einfach nur Stein. Okay, come on. Ah, yes, 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 yes. Kann ich das Ding einfach bonken? Let me bonk, ja. It's berry jellyfish. It's not the white spotted jellyfish. Das muss ich eigentlich. Ich werde mal wirklich nachlesen müssen, einfach um zu gucken, wo sich das befindet. So, also die erstbeste Source, die ich finden konnte, sagt,
dass man 50 bis 130 Meter nach unten schwimmen muss. Und zwar zu den Limestone Cave muss man sich zu begeben. Scheinbar. Okay. Die Idee ist auch, das ist also da, wo diese Stromschnellen sind. Guten Tag. Brauche eine größere Tasche. Ja, ich hoffe wirklich, dass man irgendwann noch die Möglichkeit bekommt. Was eine Verschwendung, aber gut. Irgendwie trotzdem noch. Erzählt leider nicht. So, 150 bis 130. 50 bis 130. Und irgendwann die Möglichkeit bekommt, vielleicht so große Viecher auch einfach im Einsatz mitzunehmen. Aber da bin ich wirklich gespannt, was da als, wenn wir mal Endgame-Upgrades noch auf einen zukommen. Ja, ich weiß, ich hätte zwar die andere Sache, aber ich will lieber beide nur verzeihbar als Option haben. Das ist Squid. Ja, du bist leider ein Drecksack. Weil jetzt wirklich die Hervorhebung mit dem Lilan auch gemeint, dass man die gerade eben nicht standard. Okay, Limestone Cave. Gut, 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 gut. Das ist ein Anfang. Jetzt muss man aufpassen, dass hier gerade das Stromschnellen uns nicht. Ah, da sind sie. Haben wir die jemals so angetroffen? Okay, nice. Jetzt ist natürlich das ganz klar Wichtigste noch. Nicht besiegt zu werden. Könntest du? Dankeschön. Au. Oh, die Viecher da unten sehen leicht freaky aus. Sollte ich mir um die Sorgen machen? Okay, die ziehen sich weg, wenn ich zu nahe komme. Oh, jetzt bekomme ich eine Small Net Gun. Okay, also das Spiel wäre dann einfach hingegangen. Oh, soll ich die vielleicht? Nee, die soll ich dann vermutlich sogar mitnehmen. Einfach um dem Research da zu helfen. Oh, really? Einer? Also ich bleibe dabei, solange man an die rankommt, was Distanz betrifft, dann ist der Hammer eigentlich fast besser. Ah, ist wirklich nur dieser kleine Bereich. Okay. Oh, that's a big boy. Ist Big Boy böse jedoch? Oh, ja, der schon. Bist du mir irgendwie böse? Oh, nope, okay. Ja, und du ganz definitiv nicht. Du darfst mir nicht zu nahe kommen. Okay, dann. Nee, noch nicht Blue Hole. Für das eine Ding müssen wir hier das Schiff wieder suchen. Und dadurch, dass dieser Megamouth Shark da ist, müsste man eigentlich schon ungefähr. Dass das damit wiederum funktioniert, ist sehr ulkig. Oh shit. Oh shit. Okay, also wenn man so ein bisschen Distanz hat, dann geht's noch halbwegs, aber. Ja, der Kollege, der weiß, wie man Distanz zurücklegt. Ah, great. Das war's? No. Deswegen manchmal so wirklich fies, halt so Seepferdchen und Co. Oh, great. Der Kollege hat mich in der Enge getrieben. Hoffen wir mal, dass er vielleicht nicht klug oder gut. Ah, shit. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er die für die Augen hätte. Eine bessere Pistole. Ich muss die Net Gun. Ah, da ist das Ding. Ich muss die Net Gun leider behalten. Um einfach in der Zukunft das immer nutzen zu können. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen hoffen, dass dieser Mistkerl nicht den Ausgang campt. So, also wir brauchen hier. Was war es genau, was wir jetzt suchen? Beneath the Shipwreck. Also ich denke, das ist schon richtig, hier zu sein. Okay. Aber ich habe jetzt leider nicht die Zeit, um hier zu spielen. Ah, da ist es ja schon. Now I just need the Sea People Stone Snap to create the Sea People Translator. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Hi. Achso, das bist du.
Kann ich dich, wenn du klein bist, irgendwie hauen? Au. Deswegen das Fiese ist, die haben halt eine Chance, mit dem ersten Angriff gestunt zu werden. Ist hier unten noch irgendwas anderes, was man sich Sorgen machen kann oder mitnehmen sollte? Unten ist wieder eine Bohle. Ja, nimm doch bitte, danke. Okay, jetzt brauchen wir noch den Sea Cavern. Okay, wenn wir das natürlich hinkriegen können, dann warum nicht, ne? Okay, jetzt müssen wir uns so ein bisschen selber die Daumen drücken, dass da nicht der Kollege draußen wartet. Weil der würde uns natürlich das einiges hier versauen. Einiges. Aber es sollte klar sein, wir nehmen jetzt hier das da mit, denn das Gute ist wirklich, dass halt Oxygen und HP ein und dasselbe sind. Denn so müssen wir uns nicht Sorgen machen, oh, wir haben auf das eine geachtet, aber nicht auf das andere. Sondern so, man hat immer noch die Möglichkeit, falls der uns angreift, jetzt gleich, weil er einfach da wartete, dass man einfach dadurch durchpowert. Ja, man sieht, wenn man die als ein Stück mitnimmt, das frisst so viel Inventar. Oh, Gott sei Dank. Man kann sich nie sicher sein, wie das Spiel sich gewisse Sachen hier merkt. Okay, also da soll ich so erstmal nicht weiter. Gut. Genau, da muss ich aufpassen. Ist das in Ordnung? Ja, ist alles noch in Ordnung, das so mitzunehmen. Oh, wir sind wieder hier. Oh, man kann da noch mehr von denen mitnehmen. Wie groß ist einer von denen? 1 Kilogramm, das geht vollkommen in Ordnung. Dann nehme ich die logischerweise alle mit. So, die große Herausforderung sollte jetzt natürlich klar sein. Wir müssen noch den Eingang wieder zu den Sea People finden. Das Ding, was wir in der Vergangenheit schon mal angetroffen hatten. No Big Shark, please. Kann ich nämlich ganz kurz das da mitnehmen. 10 auch hier, okay. Oh, das waren grundlegend nur die einen mit 10, kann auch sein. Wo waren die Sea People? Nee, ich lasse es mal sicherheitshalber. Deswegen, wir sind noch nicht so tief. Wir haben noch nicht unsere Lampe anmachen müssen. Also es ist möglich, dass die... No, hier nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, dass man irgendwie sagen kann, man kann den Radar sich irgendwie krallen und damit immer wieder diesen Punkt einfacher finden. Okay, sehr gut. Ja, blindes Rätselraten so ein bisschen. Da ist... Ah, great. Der Anglerfisch könnte aber schon so ein bisschen die richtige Richtung sein. Kann man den damit eigentlich fangen? No. Ein bisschen zu beißstark dafür. Au. What? Damit haut er wieder ab. Also der hat halt eine gewisse Agro... Radius. Er muss zugeben, ich will den gar nicht, aber... No. Ist zwar lustig. Ja, der ist natürlich jetzt zu schwer. Aber mit ein bisschen Glück vielleicht habe ich die Möglichkeit, das Ding da einfach... oder das da nebenbei zu nutzen, ist natürlich ideal. Ist cool, ich will euch nichts. Haha, hier ist es. Sehr gut. Ich hatte nämlich schon Hoffnung gemacht, als der Kollege in der Nähe war, dass wir im Ziel... Ja, okay. Er liegt da einfach in der Mitte, ey. Haben wir zum Glück vorher nie sehen können. Good, I got all the ingredients or the materials. I should be able to make the Sea People Translator now, I think. I should deliver to Dr. Bacon. Diesmal habe ich ihn wirklich Doktor genannt. Okay, damit haben wir das Wichtige hier. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Also, schnell wieder hoch.
So, das Ding ist so gut wie aufgebraucht, aber ich nutze es natürlich so gut es geht. So, ja, immer wenn da Piekser sind, bedeutet das meistens irgendwo etwas irgendwann ist. Das ist ein Versuch dagegen zu äumen. Alles gut. Und nochmal welche von euch, aber leider habe ich nicht mehr den Platz. Was ich jetzt brauche, ist ein Lift. Okay, whatever. Luft ist natürlich auch jetzt gerade hier hilfreich. Also ich nehme auch ganz bewusst jetzt hier kurz einmal die Geschwindigkeit in die Hand. Denn ich weiß ja, ich fülle das ja eh damit wieder auf. Kann ich wirklich die kleinen Dinger einfach noch mitnehmen? Das überrascht mich so ein bisschen, ja. Dass man... Ja. Obwohl es sagt, die Taschen seien voll. Deswegen müssen wir eigentlich schon fast hier testen, einfach mal so einen von den kleinen noch mitzunehmen. Aber um zu gucken, ob das Spiel hier irgendwann halt aber sagt, hey, ist gut. Tasche ist voll. Oh, noch sagt er, ist in Ordnung. Achso, weil das Symbol auch, glaube ich, ein anderes ist, was er normalerweise dann anzeigt, ne? Okay, dann logischerweise mehr Fisch. Immer her damit. Hatten wir euch schon mal? Mit dem hinten interessanten Flossendesign. Ich meine, wir können natürlich ganz gerne mal hier so ein bisschen testen, ob die da irgendjemand mitspielt. Hm. Nicht der beste Schuss. War klar. Ein komplettes Squid. Okay, jetzt. Okay, das Symbol ist das, was wir achten müssen, richtig. Könnte sein, dass wir in der Vergangenheit da schon hätten mehr nehmen, mitnehmen können. Achso. Ich dachte erst, die Sternschnuppe im Hintergrund war das Relevante. Nicht ganz. Wow, you had to visit a lot of places, but you managed to get everything. Now that's what I call lucky. I use these to try and make a transfer in my lab. I will need some time to make it. You can go about your business in the meantime. I'll be in touch soon. Bye-bye. Ihr habt 2 von 3 immerhin. Slow and steady, auch wenn wir es vermutlich nicht so sehr brauchen. Ich frage mich aber trotzdem, ist das irgendwie clever, sich darauf zu fokussieren? Weil in der Theorie sammelt man natürlich die komplette Fische ein. Oh, 21, unser Rekord. Ja, okay, weil wir aber auch mehr Taschenspace haben. 24, wow, eh. Und, ja, wirklich genau rechtzeitig. Okay, dann sollten wir mal ganz kurz gucken. Sorry, aber halt, wir haben so ein paar Sachen, die wir abgeben können. Das immer noch nicht. Das hier können wir gerne machen. Hey, Level 2. Die Eco Health Bracelet. Das interessiert natürlich schon, was das eventuell sein könnte. So, ne, hier anlegen, richtig. Die reduces damage taken by 10%. Klingt besser als Dash, aber vermutlich in der richtigen Situation ist es vermutlich besser. Ich lasse es einfach mal so, wie es ist. So, ich könnte natürlich nochmal gucken, ob es hier was... Achso, ich kann nur tagsüber, okay. Gut, dann nochmal Sushi für heute. Hello viewers, this is Yui from Star the Chef. Now we are back at Bancho Sushi. What kind of sushi will the chef have prepared, I wonder? I've prepared jellyfish sushi. Jellyfish, you mean like in Chinese code vegetables? Did you think that you could win the acknowledgement of Vincent Yamaoka by ignoring the traditional ingredients? No way. You call yourself a gourmet, will you judge before you have even tasted it? Alright, bring it over then. Alright, I'll bring you one serving of jellyfish sushi. I'm on it. Why do I have to do the job? Alle anderen gucken zu.
Wow, this is jellyfish. The flesh is transparent. The white dots are pretty as well. What? You made it with bunched rice? You should have made sure it doesn't scatter by making gangkan maki instead. It will dry up. Hurry up and eat it. It's already been seasoned. I know it can't possibly be good or taste good, but since it's for the program, I would try it. Vincent, the look on your face. This is amazing. I can taste the sea as soon as I bite into it, and the jellyfish is nice and firm. And I taste something popping inside. Could it be flying fish raw? Wait, they're bigger than that. Caviar? No. That would have killed the jellyfish flavor. Could it be? Yes, I added some sea grape below the jellyfish. Jellyfish. Firm jellyfish flesh and sea grape, huh? This is the sea. I taste the sea. The sea where the sea kelps sway. I can't help but admit, the sushi is amazing based on a very deep understanding of the ingredients. But why is it that you use such unknown ingredients instead of the proven ones? The first reason is the taste. Jellyfish has a gentle, mild taste with a strong texture, making it a perfect match for the scent and flavor of sea grape. The second reason is the potential. There are so many kinds of ingredients out there. Insisting on using only the verified few is the same as ignoring the infinite possibilities. Thank you for those amazing words, Pancho. Now then, it's time for the evaluation, Vincent. Alright, let's get into the evaluation. Now, this is the jellyfish sushi that made Vincent marvel and Mr. Pancho who created this dish. What will the score be? I give Pancho sushi 80 points. Huh? Isn't that too low? You look quite impressed by eating. Listen, the sushi was excellent. This assortment lacks something though. Eating combines many enjoyments. To think you would only offer green tea with this beautiful ocean in front of us. Romance. This place doesn't have enough romance and appreciation for the arts. That's why I will give this place 80 points, and as a side reward, however, I will give you a refrigerator. Being able to drink cold beer from that place would make the scene 100, the score 100. It will be perfect. Wow, as I expected of you, Vincent, that was an excellent opinion. Now, how did you like Star the Chef today? We'll be really looking forward to Pancho Sushi's exotic sushi being served with beer. See you again next time. This was reporter Yui. Oh, einiges an Geld und Likes. Alright, customers will now sometimes order beer after the meal, pour them their drinks and create additional revenue. Okay, also es ist definitiv notwendig, dass wir sehr viel Staff immer holen, damit die all das andere Zeug übernehmen. Wow, Pancho, amazing, that picky Vincent acknowledged you. Tong does not lie. Vincent has a point, shall we try selling beer from now on? Okay, sure, guess we do. Oh, 30 bucks im Verhältnis zu einem, wow. Oh wow, hier haben wir aber wirklich jetzt einiges mit dabei. Gerade das Zeug hier gleich von Anfang an. Klar, sollten wir. Nice. Okay, machen wir noch mal einen weiteren? Ja, natürlich. Okay, dann schmeißen wir das doch ruhig gleich auf die Karte. Ja. Von all dem Zeug, wo wir richtig viel haben. Warum nicht? Ja. Hier werde ich auch gar nicht allzu viel upgraden, glaube ich, erstmal. Oh, die Dinge. Cool. Okay. Oh, wir sind auch schon 73 von 100 Likes. Das ist also schon relativ zügig. Frage ist, ob man... Wir brauchen erst Gold. Die Frage ist, wie schnell man Gold erreichen kann. Aber ich denke, mit dem Geld, was wir haben, würde man natürlich trotzdem überlegen.
Recruit staff at a level much higher than current Cook Star Rating. Oh. So schade, dass die Application das immer noch gefüllt ist mit den zwei, wo ich mich frage, ob die dann wenigstens weggenommen werden. Also ich nehme einfach mal die 400. Wir probieren es einfach mal. Yes. Denk immer, sie hätte eine Pistole in der Hand. Aber es ist nur ihr Clipboard. Okay, dann, ich weiß nicht, was da jetzt noch fehlt. Vor allem, was es da unten ist. Achso, Application. Okay, ja klar. Interior. Ich glaube mal nicht, dass wir da jetzt aktuell allzu viel mehr noch machen können. Außer sie anzupassen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir gefallen die Standard-Dinger eigentlich. Ich würde maximal so wide wechseln. Aber das ist schon teuer. Deswegen also, vieles davon ist ganz nett. Sorry, Lucky Cat. Lucky Cat muss geaddet werden. Da kommen wir nicht dran vorbei. Okay, den Rest haben wir hier. Ja, den Rest lasse ich mir einfach mal ganz kurz. Restore? No. Restore all the interior to have place so far to the original state. Change time. Wie mache ich das? Jetzt haben sie das wieder raus. Verstehe ich nicht. Was muss ich denn drücken, damit das funktioniert? Wo ist die Taste? Bei Apply? Habe ich nicht Apply gesagt, wenn ich das als ich das gekauft hatte? Also, aber immerhin wurde das dann wieder rückgängig gemacht. Achso, bei jetzt. So, okay. Ja, sorry. Ich dachte, ich hätte schon gekauft mit dem ersten Schritt. Okay, gut. Let's go. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mit dem Tee gut angestellt. Ich hoffe mal, das wird mit dem Bier auch so der Fall sein. Ich achte mal darauf, bis der erste von denen bis ganz nach oben über das Ding schwappt. Dann weiß ich, dass ich ungefähr richtig bin. Klar, funktioniert nicht immer, aber wie man sieht... Ja, ja, ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei, Mädel. Keine Sorge. Alles cool. Oh, wir haben schon gleich hier ein Problem, was unser Wasabi betrifft. Ja, also zwei Köchen geht das natürlich bei weitem schneller. Oh, oh, jemand, der ein Bier will. Ist es nicht aus Pokémon? Aus der Alola-Region. So. Oh, so, das ist aber 20% Foam. Oh, shit. Okay, das ging in Ordnung. Oh, da hinten ist jemand, der... Oh, shit, oh, shit. Yes. Oh, super. Einer ist abgehauen. Einfach, weil ich in der falschen Reihenfolge das gestartet habe. Das ist perfekt angeblich gewesen. Sah für einen kurzen Augenblick nicht nach allzu perfekt aus. Okay, aber ich behaupte mal, man muss sich nicht allzu viel... Oh, da hinten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wenn ich mich um einen von denen kümmere. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Oh, hier muss ich sauber machen. Okay, nicht so dringend notwendig. Ich weiß nicht, wie ich mich um einen kümmern soll, wenn zwei gleichzeitig kommen. Ich brauche mal hier jetzt wirklich jemanden, der... Ja, deswegen weniger Flammen bekommen. Ging leider nicht wirklich besser. Okay, kommen wir für heute hier zum Ende. Am nächsten Mal wird dann die Story logischerweise weiter erzählt, aber ich bin gespannt, was da wirklich noch alles hier wirklich auf uns zukommt. Sei es für das Restaurant oder logischerweise auch für das Fischen oder logischerweise, also das Tauchen oder natürlich allgemein die Story selber. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.